herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Die Drohne ist ja, Wildlands. Es regnet. Und wir holen uns jetzt das Sturmgewehr. Ja, da sind zwei drin. Interessant. Ablenkungsköder. Hab noch einen, macht fünf. Feind markiert. Ah, da ist einer drin. Sehr eingeschätzt, Tom. Und da ist noch einer. Ich hab super. Ein Ziel mit Maschinenpistolen. Gut. Wir haben alle. Dann würde ich sagen, Sniper auswählen. Und Nummer 1. Warte. Wieso ist der Simultanschuss nicht verfügbar? Hä? Willst du mich verquaken? Ja, jetzt halt. Okay. Geh in Position. Das war eine bessere Position. Ich sehe das Ziel. Roger, Ziel markiert. Kann loslegen. Na dann, und go. Ein Drecksack weniger. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe euch gut ausgebildet. Drohnenarten. Wenn sie die Drohne über die Fähigkeit. Ja, ich weiß. Aber das mache ich nicht. So. Nicht ausrutschen, meine Gute. Sich jetzt dahin. Boah, da einfach eine Granate reinwerfen, das ist halt ein bisschen arschig. Den könnte ich töten. Das hat er gehört. Ich sollte leiser reden, oder? So. Der schaut weg, der schaut weg. Also. Oh, ich habe keine Handgranate mehr. So, ganz leise. Oh, das wird wehtun. Ah, ich bin abgerutscht. Entschuldigung, Jungs. Tut mir leid. Ihr müsst meine Beine reparieren. Danke. So. Scheiße, die wollen hier lang. Ist mir uns egal. So. Oh Mann. Ja, meine. Sauber. Meine Beine sind geheilt. Danke, Jungs. Ich sehe eine Waffenkiste. Ja. Ich sehe eine Waffenkiste. Sie ist gut. So, was? Schrotgewehr? In welchem Planet ist das ein Schrotgewehr? Das ist doch kein Schrotgewehr. Kompressorschalter. Oh, okay, das ist wirklich ein Schrotgewehr. Gut, aber ja, ich brauche die Schalldämpfer dafür dann. Gut, da gibt es einige Teile, die ich brauche. Aber wie bekomme ich das auf? Kann jemand von euch da mal
Ja, vielleicht kann ich es auch einfach öffnen. Ich dachte, ich müsste es aufsprengen. So. Essen ist immer gut. Wie viel bekomme ich? 50. Nein, das ist noch Treibstoff. Nochmal Treibstoff. Auch nur 50 Nahrung. So. Kazita erscheint auf dem Cover der aktuellen Ausgabe eines bekannten internationalen Gazette. Als Sohn des mexikanischen Milliardärs Gonzalo Blabla agiert Gazita als das öffentliche Gesicht des Kartells. Alter, der sieht so scheiße aus. Als Chatsetter und Idol lockt er bekannte Sportler, Berühmtheiten und Politiker in das Resort Agua Verde, um Absprache zu erleichtern und die Softpower des Santa Blanca Kartells zu erweitern. So, und als nächstes. Warte, brauche ich das? 2200 Medikamente. Medikamente habe ich gerade 10.000, also brauche ich nicht. Zieldauer. Gut. Ich muss das machen. Shoot. Essen. Komm, da sind doch mehr als 50 Punkte drin. Nein, ist es nicht. Gut. Fahrzeug. Wir fahren jetzt dahin. Wir machen einfach Querfeld ein. Und dann. Ich fahre. Ja. Das ist da oben. Wir haben extra so einen Jeep, also der muss das können. Hui! Hui! Oh. Ach komm, das schafft er. Easy. So einen Jeep will ich auch haben. Der ist ja heftig gut. Hi. Entschuldigung. Ah! Ja. Das ist ja fast wie bei Witcher und seiner Plätze. Ja. Oder eher gesagt bei. Boah, schafft er das? Oder besser gesagt bei. Ne? Elder Scrolls. Skyrim. Ach, hier ist Skyrim nicht angefangen. Hope, stupid. So. Rest machen wir zu Fuß. Wir haben Gegner in der Nähe. Ja, ich weiß, ich sehe die roten Punkte. Oh, danke. Ah. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Und da sind zwei. Ich sehe noch einen Tango, aber ein drittes Ziel. Hier ist ein Tango. Das macht 5. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Geh auf neue Position. Okay, Ziel markiert. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Aber ein Ziel. Greife an. Einer weniger. Okay, alles ist gut. Jo, finde ich auch. Sauber, alles sauber. Gut gemacht, Jungs. So. Immer schön die Jungs nehmen, die dann nah zusammenstehen.
So, Flugzeug. Ja, super. Ja, wollt ihr wirklich hier rein? Ein Wheelie hast du nicht drauf. Na, lieber nicht heraufbeschwören. Wuhu! Was denn? Na, nicht so Ausdrücke, das war Absicht. Ah, Coca-Paste. Na? Wie geht's euch so? Boah, hier bräuchte man wirklich so Fahrstuhlmusik. Es ist wirklich kacke, dass ich, die Musik, also das Radio nicht benutzen darf. Also die Musik im Radio. Das ist echt nervig. Naja, ist halt alles GEMA geschützt und so weiter. Oder also urheberrechtsgeschützt. Deswegen. Blitzi. Stopp. Das war's. Wir lassen das Flugzeug hier und melden den Rebellen, wo es ist. Gut. Ich hoffe, der geht noch. Ich bin der Pilot. Ja, gut, es geht noch. So, wunderbar. Ach, jetzt sind wir wieder in der Mitte der Ozeane, warte. Ich glaube, das ist der, ne? Espiritu Santo. Espiritu Santo, ja. Gut, dann fliegen wir mal einfach hier rein. So, 6 Kilometer. Na Jungs, wie gefällt's euch da? Euch da draußen? Ich chill hier im Cockpit und ja. Alles gut. Es muss echt scheiße sein da draußen. Also ganz ehrlich, ich liebe Regen. Also ich finde Regen richtig cool. Aber ja, so mit den ja, das, also da muss es richtig scheiße sein, weil Wind, passender Regen, also Gewitter und wahrscheinlich kalt. Also klar, in Bolivien ist es immer ein bisschen wärmer, ist klar. Aber mit so einem krassen Wind ist es da wahrscheinlich auch nicht so geil. Tja. Ja, mach mal schneller hier. Hä? Wieso ist das jetzt da unten? Alter, wie wieder was explodiert. Eine Dschungelprovinz. Zuvor eine katholische Mission. Ich bin ja schon drin. Leutnant. Unbekannter Ort. Neu. Zentraler Teil von Esperon. Aber der ist im Auto, ne? Ja, ich nehme lieber die stationären Ausrufezeichen. Alter, da sind viele.
Norman. Wir kommen jetzt in eine Provinz namens Espiritu Santo. Espiritu Santo ist die Basis für Suenios religiöse Propaganda. Der Schlüssel ist eine Frau namens La Santera, eine selbsternannte Santa Muerte-Priesterin mit tausenden treuen Anhängern. Diese Hexe besitzt die Gabe, Männer mit Waffen in Fanatiker zu verwandeln. Sowas lässt mich nachts nicht schlafen. Die Narcos verehren Santa Muerte schon lange, aber viele Gläubige sind nicht vom Kartell. Das ist ein schwacher Trost. Besteht die Chance, die Fanatiker umzudrehen? Sie müssen nach Informationen suchen. Finden Sie heraus, wie man La Santera ausschaltet, um die Sicarios zu demoralisieren und das gemeine Volk dem Kartell zu entfremden. Sobald die Hexe ihre Gemeinde verloren hat, bringt sie zu mir. Wochenende. Okay. Drohne fliegt. Ah. Video. La Santera. La Santera. Es una chica loca. Die Braut ist völlig durchgedreht. Früher war sie brav, eine gute Katholikin. Bis sie Santa Muerte fand. Die Knochenlady. Und all in ging. Wenn El Cardenal die wohltätige Seite von Santa Muerte ist, ist La Santera die hedonistische. Des Kartells perverse Version des Heiligen. El Sueño erkennt einen Star, wenn er ihn sieht. Also hat er sich verpflichtet. Predige, Mami. Was gut ist für Santa Muerte, ist gut für Santa Blanca. Er hat ihr in Espiritu Santo sogar ein Heiligtum gebaut. La Santera soll im Kartell für Loyalität sorgen. Je mehr Kartellmitglieder leisten, desto mehr bietet ihn Santa Muerte. Santa Muerte soll dich vor Kugeln schützen? Schmuggle 200 Kilo. Du willst den Segen ewigen Wohlstands? Wirb 5 von deinen Cousins für Santa Blanca an. Du willst in den Himmel? Töte 10 Feinde. Es ist wie ein Ranking für Arschlöcher. Je mehr du für das Kartell tust, desto mehr tut die Heilige des Todes für dich. Wahre Belohnung für wahre Gläubige. Und glauben Sie mir, La Santera ist eine wahre Gläubige. Ja. Naja. Also, ja, wirklich eine Fanatikerin. Also, glaube ich, würde ich das dann... Ja, weiß nicht. Gut. Gut. So. Also, das ist also die... die Tante, okay. Also. Gut. Dann wollen wir mal weitergehen. As always. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hey, wir haben einen Narco. Sag mir wo. Beim Gebäude. Schauen, wo die alle sind. Hallo? Ist hier jemand? Hier ist Ziel Nummer 5. Ja, wahrscheinlich da unten. Hallo? Nee. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ein Tango. Stehen noch andere da rum. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Na gut, dann gehen wir jetzt zu Fuß weiter. Achtung, Narco mit Maschinenpistole. Da, im Gebäude. Warte. Wir machen das aber erst in der nächsten Folge.
Weil das wird jetzt länger dauern. Wahrscheinlich so gute, ja, eine Viertelstunde, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, machen wir das die nächste Runde. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bye bye.